meine lieben Mitchristen, der 17. Juni ist ein besonderer Tag. Er war früher der Tag der deutschen Einheit, weil am 17. Juni 1953 Arbeiter in der ehemaligen DDR aufgestanden sind, um sich zu wehren gegen das Unrechtsregime. Aber dieser Aufstand wurde mit Panzern niedergewalzt. Und dann folgten über 30 Jahre Unfreiheit und die Menschen konnten sich nicht frei bewegen. Auch die Gedanken waren nicht mehr frei. Durch die friedliche Revolution 1989 kam dann endlich der Umsturz, der Umbruch. Die Mauer in Berlin ist gefallen, die Todesgrenzen wurden eingeebnet und Deutschland wurde wieder ein Vaterland. Am 3. Oktober fand die Wiedervereinigung statt. Seitdem ist dieser Tag für uns der Tag der deutschen Einheit. Sorgen macht mir aber, dass zwar die Mauer in Berlin gefallen ist, aber in den Köpfen mancher Menschen auch heute noch Mauern bestehen. Mauern gegenüber Menschen, die nicht in unserem Land geboren sind, die eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sprache sprechen, eine andere Religion haben. Dabei steht in unserem Grundgesetz, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist. Im Artikel 3 heißt es dann, dass kein Mensch wegen seiner Rasse, seiner Hausfarbe, seiner Religion und so weiter benachteiligt werden dürfte. Für uns Christen gilt noch viel mehr. Im Buch Genesis lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Er schuf ihn als Mann und Frau, er schuf ihn nach seinem Abbild. Er hat nicht geschaffen weiße und schwarze und gelbe und rote Menschen, er hat Menschen geschaffen nach seinem Bild. Und so sollten wir Christen eigentlich jeden Menschen, der uns begegnet, anschauen mit den Augen Gottes. Ihm einem jeden seine Gottes-Ebenbildlichkeit zugestehen und seine Würde achten. Das würde manche Mauer einreißen. Wir würden spüren, dass auch Menschen anderer Hautfarbe, anderer Sprachen, anderer Religionen unser Leben bereichern können. Ich wünsche Ihnen und wünsche uns, dass wir diese Bereicherung erfahren können. Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen einen guten Tag.